Das ist so schön in der Uckermark. Aber ich verstehe das nicht. Wie kann man Politiker wählen, die Massenmord verharmlosen? Ich verstehe es einfach nicht. Da kann ich doch noch so viel falsch finden und wütend werden. Bin ich auch. Aber Nazis gewähren lassen und sogar noch wählen, das wird mir doch im Traum nicht einfallen. Ich habe Freunde, die fahren nicht in den Osten, weil sie Angst haben vor Nazis. Und ich kenne Leute, die ziehen dahin, trotz Nazis. Und bauen was auf, was Schönes. Zum Beispiel Micha. Das ist der Micha. Der räuchert Fisch. Genau. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Heute sind wir in der Fischräucherei Glut und Späne beim Micha. Also im Prinzip ist das hier meine Küche, Ja. mein Vorbereitungsbereich, mein Lagerraum. Hier wird Fisch eingelegt, hier mache ich meine Soßen, hier bereite ich den Fisch vor, den ich dann im Winter hier drinnen räuchere. Da vorne ist ein sogenannter Kalträucherofen. Und im Sommer bin ich vor der Tür, da ist eine schöne Terrasse, ein anderer Räucherofen nochmal und da wird dann immer am Wochenende auf der Terrasse geräuchert und den Fisch kann man dann mit nach Hause nehmen oder hier essen mit ein paar Beilagen aus dem Garten. Super. Was ist denn ein Kalträucherofen? Das ist ein anderer Prozess. Kalträuchern wird mit Filets gemacht, nicht mit ganzen Fischen. Die werden stärker gesalzen und länger geräuchert, über Stunden oder Tage. Und kalter Rauch heißt einfach, dass bei der Rauchentwicklung keine Wärme entsteht. Und alles, was draußen passiert, ist das sogenannte Heiß- oder Warmräuchern. Da macht man richtig Feuer und der Fisch wird auch wie beim Backen oder Braten durchgegart durch die Hitze plus den Rauch. Das ist so der Okay. Unterschied von den beiden Methoden. Und das Kalträuchern kann man auch eher bei kälteren Temperaturen machen. Deswegen mache ich das nur im Winter im stillen Kämmerlein, beliefere da das ein oder andere Restaurant. Da gibt es hier keinen Publikumsverkehr. Und im Sommer ist das Tor offen und man kann ja am Wochenende durch den Garten schlendern und auch, wenn man möchte, was kaufen oder essen. Wie bist du dazu gekommen, sowas zu machen? Das hat angefangen mit dem Angeln als Hobby, als kleiner Steppke und das ging dann so weit, dass ich Fischerei studiert habe. Das kann man in Berlin an der Humboldt-Uni machen. Dann war ich kurz in Frankreich für 2 Jahre, habe dort eine Forellenzucht geleitet. Hatte aber immer diese Idee einer Räucherei und bin dann zurück nach Berlin und habe in Kreuzberg in der Markthalle 9 die Räucherei gestartet, um danach festzustellen, dass ich noch einen Schritt weitergehen möchte und bin mit Sack und Pack aufs Land gekommen nach Gerswalde. Und bin jetzt hier im 3. Jahr und es macht sehr viel Spaß und freue mich über viele nette Kollegen, Gärtnerei, Brauerei. Was sich hier im Umfeld entwickelt oder was auch schon da war zum Teil. Und das ist, genau so soll es sein. Warum soll man deinen Räucherfisch kaufen und nicht beim Supermarkt den eingepackten? Ja, das sind viele, viele Faktoren, die da mitspielen. Da könnte ich stundenlang erzählen. Das glaube ich. Es ist einfach, wo kommt die Rohware her? Wie wird Ja. es gemacht? Die Lebensmittelindustrie hat ganz viele Tricks drauf, die gar nicht gekennzeichnet werden müssen. Und es ist einfach industrielle Ware. Wie schlecht oder wie besser meint ist, das will ich hier eigentlich gar nicht sagen. Es ist frisch gemacht und hausgemacht. Das ist natürlich einfach ein Unterschied, den man schmeckt und den man sieht. Es ist ein altes Handwerk und ohne Konservierungsstoffe, ohne Flüssigrauch, ohne Salzinjektionen. Um Gewicht zu gewinnen, ohne viel Plastik. Ja, das ist einfach so ein Ding. Man kann im Supermarkt Räucherfisch kaufen. Das ist nicht das Problem. Es geht nur um die Menge. Und ich bin ein Fischverkäufer, der sagt, esst weniger Fisch, aber vielleicht ein bisschen besseren oder holt ihn ja, in der Räucherei um die Ecke beim Fischer, bei mir, bei meinen Kollegen. Und die Wertschöpfungskette ist dadurch natürlich gestärkt und das Geld bleibt im Dorf. Früher gab es noch den Hufschmied, früher gab es noch den Geflügelzüchter im Ort, die Eierfrau, der Gänsebauer. Das geht jetzt alles so ein bisschen verloren. Aber in der Uckermark, über die ja oft auch geschmunzelt wird als abgehangene Region und wir haben tatsächlich einen absoluten Schwund auf dem Land. Das kehrt sich aber gerade ein bisschen um. Hier werden wieder Häuser gebaut. Hier kommen ehemalige Einheimische zurück, nicht nur Berliner. Und die erfreuen sich auch an handwerklich hergestellten Lebensmitteln. Das ist ganz toll. Und viele von den älteren Uckermärkern und Uckermärkerinnen
Die bewahren einen Schatz, den sich der Städter gerade versucht, schwerst anzueignen. Imkern, Schlachten, Eier, Geflügelzucht. Das sind alles Themen, die sind in der Stadt im Moment total angesagt. Das ist wunderbar. Die Leute interessieren sich dafür, machen das in der Stadt, kommen aufs Land. Und viele der älteren Generationen, die können das noch. Die haben das früher sowieso gemacht. Und die beherrschen dieses Handwerk noch. Und das schätze ich sehr an meinen Nachbarn und Nachbarinnen hier. Und da kann man gegenseitig lernen, Rezepte tauschen. Und ja, das ist eigentlich für mich der große Schatz der Uckermark. Neben den tollen Seen und den Wäldern und Fischotter und Schreiadler und was wir hier alles Tolles haben. Und hier hat man einfach noch Platz. Und das ist auch was ganz Besonderes. Es wird immer enger und hier draußen hat man ein weites, schönes, großes Land. Das ist sehr pathetisch. Ja, aber schön. Es gibt ja viele, die sagen, wollt ihr in die Vergangenheit zurück? Was ist denn der Unterschied, wenn man sowas jetzt heute macht, zu früher vielleicht? Gibt es Unterschiede? Auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Ja, wie hat man früher seinen Fisch verkauft? Gab es da Instagram, wo man mal ein paar Fotos gepostet hat, wo das jemand in Berlin sieht, zu mir herkommt, dann sieht das noch eine Fischräucherei aus England und vielleicht noch einer aus Kamerun, der auch Fische räuchert, der schreibt dann einen Kommentar drunter und ich frage dann, was für Holz nimmst du? Und nach 5 Minuten hast du von einem Fischräucherer aus Kamerun, erzählt er dir halt, dass er dieses Holz nimmt und da so viel Salz. Das ist natürlich ein wahnsinniger Austausch, das ist ein Riesenvorteil, das ist wunderbar. Das ist natürlich auch eine gewisse Schnelllebigkeit. Und was sehr gut ist, die Leute wollen wissen, wer macht das? Also es ist auch Interesse an deiner Person. Man erzählt, wie jetzt auch, was man macht. Das gibt es im Supermarkt nicht. Und früher war das aber ganz normal. Ne? Jeder Zweite hat den Handwerksberuf und hat irgendwas hergestellt. Und das ist heute zum großen Teil verloren gegangen. Und früher ja, war es auch schwieriger. Vielleicht und anders. So die alten Leute, als ich Kind war, wie das dann anfing, dass man im Supermarkt einkaufen konnte, die haben gesagt, oh, ich bin ja froh, dass ich nicht mehr im Garten arbeiten muss, ich mache da jetzt Rasen hin. Ne? Genau. Weil die es mussten. Absolut. Deshalb mochten die es nicht mehr tun. Meine Großeltern, die mussten aufs Feld und mussten Kartoffeln klauben und Steine runtertragen. Die mussten in jungen Jahren schon richtig hart arbeiten. Und dann gab es ja dieses vermeintliche Wirtschaftswunder und plötzlich hat man 3-mal am Tag Fleisch gegessen. Und wir gehen ja jetzt davon wieder weg. Ich habe viele Leute, die essen, wenn sie mal Fisch essen, bei mir oder beim Fischer. Aber sonst wird da einfach groß kein Fisch mehr gekauft. Und das finde ich wunderbar. Ja. Und jetzt kommt ja der, nach diesem Gott sei Dank nicht mehr Trend, jetzt kommt vegetarisches und veganes Essen, spielt eine bedeutende Rolle. Und jetzt habe ich aber gesehen, das gibt jetzt aus Kalifornien einen Fleischersatz. Der nennt sich Beyond Meat. Das ist wie eine Art Fleisch, wächst im Labor. Und da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Das ist jetzt natürlich Fleischersatz aus der Fabrik. Und da würde ich jetzt gerne mal in die Zukunft schauen. Was essen wir in 50 und was essen wir in 100 Jahren? Isst man da noch Fisch? Und ich kenne auch schon 2-3 Leute, die das gegessen haben und es soll ganz gut schmecken. Aber natürlich ist das so ein bisschen Science-Fiction-Astronauten-Nahrung. Ja. Also wenn, dann doch lieber gar kein Fleisch. Ich habe letztens auch einen veganen Burger gegessen. Der hatte einen super Patty, ich weiß nicht, was es war. Es war eine Mischung aus Seitan und Tofu. Da braucht man auch kein Fleisch mehr. Ja. Und wir zelebrieren es. Wir machen zum Beispiel heute auf dem Hof ein Kaninchen, alle zusammen. Und das wird komplett verwertet. Das wurde geschlachtet. Das hat hier Brot bekommen, was hier übrig war aus der Räucherei. Das ist auch was Tolles auf dem Land. Ne? Früher hatte jeder noch den Hühnerbeutel zu Hause mit Altbrot. Jetzt landet das Altbrot oft in der Biotonne. Immerhin, aber natürlich ist das toll, wenn man ein paar Hühner hat oder ein paar Häschen, an die man das verfüttern kann. Ne? Im privaten Rahmen geht das ja, aber trotzdem schade. Ja. Ne? Das ist ja auch ein Riesenthema. Warum gibt es so viele Leftovers? 1/3 aller hergestellten Lebensmittel werden weggeschmissen und jetzt, wie gesagt, kann ich es immerhin den Nachbarn für die Hühner geben und das ist super und dann kriegt man mal ein paar Eier. Das ist ein ganz schöner Kreislauf hier auf dem Lande. Die Fische kommen ja auch dann hier aus der Gegend, aus den Seen, ne? Genau, also zum Beispiel in der Fischpolette sind 100% wild gefangene Fische nur aus den Gewässern hier. Ne, die Forellen, die kommen aus Angermünde, Bindestrich Stettin, die sind auch aus der Region. Das sind Teichfische, die werden gezüchtet mit allen Vor- und Nachteilen, aber aus der Region. Und die Fischpoletten oder so mancher Fisch, wie Hecht und Wels, die wir auch manchmal da haben, die sind hier direkt wild gefangen, 100% Uckermark.
Ich mag total gerne Fisch. Also ich könnte jeden Tag Fisch essen, aber muss ja nicht jeden Tag sein. Und der muss auch nicht von wer weiß woher kommen. Vor der Küste von Senegal gefangen, den Fischern dort vor der Nase weg, sodass die da ihre Familien nicht mehr ernähren können. Ist ja kein Wunder, dass die Piraten werden und Schiffe überfallen, oder? Also, macht's gut, kommt mal vorbei bei Micha in der Markthalle in Kreuzberg oder auch im Schlossgarten von Gerswalde. Das ist wunderschöner, das lohnt alleine schon einen Besuch. Bis zum nächsten Mal, eure Asra.